Hallo meine Lieben. Ja, es ist wieder soweit. Eine Haul Review startet heute. Ich habe heute Zeit, nicht viel, aber so ein bisschen. Und deswegen dachte ich mache heute eine Haul Review für euch. Ich habe nämlich wieder so ein paar Produkte, die ich getestet habe, weil ich ja jetzt im Moment etwas bei mir habe und dann halt auch so eine andere Ausführung bei meinem Freund. Und deswegen kann ich relativ viel testen im Moment. Und ja. Dann fangen wir direkt mal an. Ich habe von Fructis, beziehungsweise von Garnier Fructis, diesen Schadenlöscher seidige Versiegelung. So. Ist quasi eine Haarkur, die ihr in euren Haaren lasst. Ich persönlich bin ja nicht so der große Fan von Fructis-Produkten, weil ich immer denke, durch diese Fruchtsäuren, die da drin sind, schade ich meinen Haaren. So. Ich muss dazu sagen, ich habe es bei meinem Freund, das ist nämlich jetzt halb leer, habe ich es halt immer nach meinem Haarewaschen anstatt einer Haarkur in meine Haare reingetan, weil ich hatte dann halt keine Lust, noch alles Mögliche in der Dusche stehen zu haben. Dann habe ich gedacht, komm, tu das dann in die Schublade und dann tust du dir nach den Haarewaschen da rein. Habe ich dann halt gemacht, dann halt einen Dutsch und am nächsten Morgen habe ich meine Haare relativ gut hingekriegt. So, und deswegen vom Styling her danach kann ich sagen, es ist okay, aber ich glaube, weil ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt, weil ich hatte bei meinem Freund dann das Sios-Shampoo stehen, die Verbindung damit, oder ich glaube, das Sios-Shampoo ist einfach nur scheiße. Ich hatte halt immer hier hinten, meine Haare waren total verknotet und so und dann waren die total stumpf. Ich fand es nicht schön zu dem Zeitpunkt. Jetzt bin ich natürlich auch vom Winde verweht, es hat geregnet und so, aber ist ja, darum soll es ja gar nicht gehen. Ich finde einfach, dass das Produkt, glaube ich, ganz okay ist. Mit in Verbindung mit dem Sios ist es vielleicht scheiße. Aber ich benutze es jetzt hier weiterhin, weil das Sios habe ich jetzt Gott sei Dank leer. Und das kann ich dann halt wieder ganz normal weiter benutzen. Mein Freund hat es auch mal ausprobiert und am nächsten Tag meint er, seine Haare waren super weich. Weil er hat auch trockenes Haar. Er hat auch trockenes Haar. Und er meinte, er fand das ganz cool und er mochte den Geruch auch. Ist halt dieses typische Fructis, diesen normalen Fructis-Geruch. Aber ich glaube, nachkaufen würde ich es mir nicht. Also es ist ganz solide, aber jetzt kaum na kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich hier etwas von Avon und zwar habe ich, es ist schon ein bisschen was her, da habe ich mir diese Body Butter hier gekauft. Das ist eine Illuminating Body Butter. Habe ich jetzt so 8 Mal circa benutzt. Ist halt sehr reichhaltig, könnt ihr euch so vorstellen wie so eine The Body Shop Body Butter. Der Duft hat mich so ein bisschen enttäuscht, also der ist eher so sehr spa-lastig, so ein bisschen gurkig, wenn man das so nennen kann. Also sehr frisch, leicht, jetzt nicht schwer, weil manche mögen ja gerne diesen Vanille- oder Kakaoduft. Ich mag ja überhaupt gar keinen Kakaoduft auf dem Körper. Aber er könnte einen Ticken schöner riechen. Ja. Und dieses Illuminating ist wohl, das ist halt wirklich, also ich mag auch die Verpackung, also ich mag ja diese Dosen gerne. Dieses Illuminating, das ist tatsächlich nicht sichtbar. Also wenn man da ganz genau hinschaut, also ich kann euch meine Flossen auch in die Kamera halten, aber ihr seht, werdet nichts sehen. Es ist wirklich ganz hauchminimal, dass es da Glitzerpartikel drin sind, aber die fallen gar nicht auf. Ja. Dann habe ich noch was von Avon und zwar wieder ein, ja, so dieses Ölspray. Diese Ölsprays sind wirklich für alle Mann etwas, die total eincremefaul sind. Das Rosane von dieser Reihe ist ja mein Lieblingsduft, das habe ich mir auch schon nachgekauft. Dieser hier ist halt auch zwei Phasen, wie man sieht. Hier unten ist dieses, ja, man sieht halt Öl, zwei Phasen und ja, man schüttelt es und dann sprüht man es sich natürlich auf. Ich habe es jetzt schon, wie man sieht, auch öfters in Verwendung, weil ich bin halt im Moment sehr eincremefaul und dann sprühe ich mir das halt auf die Waden oder generell auf meinen Körper und werde es nur noch so ganz bisschen, weil man sieht, es ist nicht richtig komplett ölig, aber es pflegt sowas von toll. Und dieser Duft, der ist halt schon so, ist ja schon sehr unisex. Also der andere, der gefiel mir besser, der Duft ist halt so, ja, ist halt so ein bisschen auch wieder so Spa und cremig. Der andere gefällt mir besser, aber von der Pflege her ist der hier auch super. Also es ist halt einfach Geschmackssache, was man da erwartet haben möchte oder auf was für einen Duft man steht. Allerdings kann ich sagen, ich glaube, der Preis, den ich da so bezahlt habe, war ungefähr 2,50 bis 3,50, also maximal. Und dafür sind diese Ölsprays der Hammer, wenn ihr bedenkt,
Bei The Body Shop bezahlt ihr so 12 € für so ein Ölspray. Das finde ich schon Wahnsinn. Apropos The Body Shop, da habe ich dieses The Body Shop Vitamin E Hydrating Face Mist. Und Leute, was soll ich sagen? Ich hatte es ja mir gekauft für ein Setting Spray. Dafür benutze ich es allerdings nicht. Ich benutze es, weil eine Zuschauerin bei Instagram hat mich darauf gebracht. Einfach nach dem Reinigen des Gesichtes mache ich mir, habe ich hier. Naja. Sprühe ich mir da zwei Spritzerchen von ins Gesicht und euer Gesicht ist sowas von gepflegt. Es pflegt sehr gut trockene Haut und dieses Gefühl auf der Haut ist einfach unschlagbar. Und ich glaube, die 12 € werde ich nochmal ausgeben und es mir nochmal holen, wenn das leer ist. So gut finde ich das. Dann habe ich ein Deo. Und zwar von Nivea. Das Nivea Protect and Care. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist ja ohne Aluminiumsalze. Und ich habe echt gedacht, das kann nix. Mein Freund benutzt immer das Weiße davon. Der mag auch lieber diese seifigen Düfte anstatt hier Axe und sowas, weil dann benutzt er lieber Parfüm. Und das Weiße hat total wahnsinnig gut nach Nivea gerochen. Und auch sehr lange. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, komm, hol dir es auch. Habe ich auch, glaube ich, noch. Und das Blaue. Und das riecht sowas von dermaßen nach Nivea. Und auch sehr lange. Allerdings würde ich jetzt sagen, dass ich das im Sommer nicht benutzen würde, weil es ist nun mal kein Antitranspirant. Ne? Also jetzt für den Winter finde ich es ganz gut. Ich habe es auch heute Morgen benutzt und ich stinke nicht. Und das ist die Hauptsache und ich werde es mir auf jeden Fall nachkaufen. So, dann habe ich hier von Schwarzkopf diese Essence Ultime Reihe mit Claudia Schiffer und so weiter. Habe ich mir mal so ein Haaröl oder Instant Repair Serum habe ich mir mal gekauft mit so einer Pipette. Das ist ein Glastiegel und mit einer Pipette. So. Das Produkt duftet total gut, allerdings diese Pipette, ich brauche immer so viel, dass ich bestimmt 5 von mal diese Pipette auffüllen muss. Deswegen ist die Pipette für mich so, na, es war schön, so eine Pipette, aber, ne? Das Produkt ist okay. Es haut mich nicht vom Hocker, aber ich brauche halt immer so ein Haaröl alle 2 Tage mindestens. Und macht es den Job gut. Ist jetzt nicht das beste Haaröl aller Zeiten, aber es macht den Job ganz okay. Aber ich weiß nicht, was es kostet. Ich habe es mir mal im Angebot gekauft. Da ging es, glaube ich, bei DM aus dem Sortiment. Aber ich würde jetzt keine 10 € oder sowas dafür ausgeben. Also 5 € wäre das Maximum. Dann habe ich noch 3 dekorative Kosmetikteile. Und zwar einmal diesen MAC Pro Longwear Concealer. Und wie ihr seht, er ist schon gut aufgebraucht. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe mir den mal im Kleiderkreisel ergattern können und da war der auch nicht so viel mehr drin, ja. Ich benutze ihn im Moment wirklich sehr wenig. Man braucht so wenig davon, dann benutze ich ihn. Also im Moment heute habe ich ihn nicht benutzt, aber normal benutze ich den halt für meine Augen, wenn ich Augenringe habe und dafür. Der deckt wirklich sehr, sehr gut ab. Allerdings so nach 8 Stunden ungefähr hat er sich jetzt nicht in die Fältchen gesetzt, aber die Stellen sind schon trocken. Also gut, ich sette ihn sehr selten, muss ich auch dazu sagen. Allerdings, ich habe halt andere, wie zum Beispiel den Löcher, den ich heute Morgen aufgetragen habe, da habe ich keine trockenen Stellen. Also er deckt wirklich sehr gut ab, auch Pickel, die ich jetzt hier unten habe, deckt er auch wirklich sehr gut ab. Aber ich glaube nicht, dass der für trockene Haut etwas ist. Ich denke, der ist für mich Haut sehr gut und auch für fettige Haut. Aber trockene Haut, es sei denn, ihr habt ein gutes Puder, was dann auch nicht in die Fältchen kriecht oder sowas. Aber wie gesagt, super, super Abdeckkraft, aber für die trockene Häutchen unter uns, naja, nicht so, finde ich. Dann habe ich noch ein High-End-Schätzchen und zwar ein Nasblush. So mache ich mal auf. Die Farbe sieht so aus. Und die Farbe nennt sich Taos. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und ja, so schaut er aus. Ist ein wunderschönes Blush. Und gewohnte Nasqualität. Ich liebe Nas. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar ist es das Produkt, was ich auch gerade auf den Lippen trage. Und zwar ist es ein Kat Von D Lippenstift in der Farbe Archangel. Mann, Archangel. Ja, und zwar sieht der so aus. Den habe ich mir vor. War das der aus New York? Dann ist der schon wirklich
anderthalb Jahre alt. Nee, fast zwei sogar. Naja, auf jeden Fall ist es für mich ein super schönes, perfektes Rot und die sind sowas von langanhaltend, Leute. Ich habe den heute Morgen um 7 Uhr aufgetragen und so gegen 2 Uhr vom Frühstück und dann vom Mittagessen ging er so weg, dass ich nur noch so Ränder hatte. Also perfekt. Also, und getrunken und so weiter habe ich den ganzen Tag Kaffee und alles. Ne? Ja. Aber die kriegt man ja nicht hier in Deutschland. Ne? Deswegen tue ich ihn schnell weg. Okay, meine Lieben. Das war's. Das war wieder eine kleine Haul-Review von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss.